Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Im heutigen Video möchte ich euch reife, tropische und südliche Früchte vorstellen. Ich habe im September ein Früchtepaket von Jurassic Fruit bekommen zum Testen und habe ich mir gedacht, da nehme ich euch einfach mit und stelle euch die verschiedenen Früchte und Jurassic Fruit ein bisschen vor. Jurassic Fruit ist ein noch recht junges Unternehmen, das hat sich so im April, Mai 2017 gegründet und bietet tropische und südliche Früchte aus Thailand und Spanien an. Und was wohl Jurassic Fruit einzigartig macht, es bietet biozertifizierte Früchte an. Die Früchte werden als Zusatzfracht mit Passagierflugzeugen oder Transportschiffen versendet. Das heißt, es macht sich nicht extra ein Flugzeug nur wegen diesen Früchten auf den Weg. Und diese Früchte, die bleiben wirklich bis zum letzten Moment am Baum hängen. So können sie ihr ganzes Nährstoffspektrum und das Aroma ausbilden und auch alle Enzyme bleiben enthalten. Was nicht viele Menschen wissen, Früchte unterscheiden sich in klimakterische Früchte und nicht klimakterische Früchte. Die klimakterischen Früchte, die können nachreifen. Dazu gehören zum Beispiel Mangos, Bananen, Äpfel, Cherimoya, auch unsere heimischen Birnen. Zu den klimakterischen Früchten, das sind Früchte, die nicht nachreifen, gehören zum Beispiel unsere ganzen Beerenfrüchte, da gehört auch die Ananas dazu, Weinbeeren und die Zitrusfrüchte. Aber auch bei den Früchten, die nachreifen, ist es ganz wichtig, dass sie den Mindestreifegrad erreicht haben, sodass sie auch noch nach dem Nachreifen, nach dem Transport auch noch aromatisch schmecken. Und ich habe jetzt in den letzten Jahren viele Früchte getestet aus dem Supermarkt, aus dem Biomarkt, habe mir auch bei verschiedenen Tropenfruchtversenden Früchte geschickt, war auch vor Ort, ich war in Afrika, ich war im südlichen Italien, ich war auf La Palma. Dort habe ich reife Früchte lieben gelernt und das lässt sich einfach nicht mit diesen Früchten vergleichen, die es im Supermarkt gibt. Die werden viel zu früh geerntet, die werden dann noch zwischendrin während des Transports gekühlt. Und man schmeckt einfach, dass das Aroma fehlt und dass natürlich dann auch die Nährstoffe und die Enzyme fehlen. Gerade wenn man sich rohköstlich ernährt oder auch von schleimfreier Heilkost, wie ich es jetzt praktiziere, sind reife Früchte auch ein Teil der Rohkosternährung bzw. können ein Teil der Rohkosternährung bzw. der schleimfreien Ernährung sein. Allerdings ist es wichtig, dass diese Früchte wirklich auch reif sind. Wenn ich zwei reife Früchte esse, wenn ich zwei oder drei reife Früchte esse, bin ich richtig gesättigt und zufrieden. Wenn ich zwei, drei Früchte aus dem Supermarkt oder dem Bioladen esse, gerade von diesen tropischen Früchten, dann macht mich das nicht zufrieden. Das ist wirklich ein langjähriger Erfahrungswert. Es kommt oft der Einwand, dass tropische oder südliche Früchte zu essen nicht ökologisch ist. Dem stimme ich teilweise zu. Ich esse auch am liebsten regional und saisonal. Und wer mich jetzt hier schon länger auf meinem Kanal verfolgt, der wird das wissen. Aber ab und zu bestelle ich mir auch ein- oder zweimal im Winter vor allem tropische Früchte. Das ist so wie die Sonne nach Hause bestellen. Und ihr dürft auch nicht vergessen, gerade diese kleinen Versende, die diese tropischen oder südlichen Früchte versenden, die arbeiten auch mit Kleinbauern zusammen und zahlen denen faire Preise, unterstützen oft auch Permakultur. Also wenn ihr ab und zu als was Besonderes bei zum Beispiel Jurassic Fruit oder anderen Tropenfruchtversenden bestellt, dann unterstützt ihr auch die Menschen dort vor Ort, die einen fairen Preis bezahlt bekommen. Jetzt geht es aber erstmal los. Ich zeige euch, was im Paket von Jurassic Fruit enthalten war. Ich zeige euch auch, wann man erkennt, wann diese Früchte reif sind, wie man sie schält und wie sie schmecken. Und wer bis zum Schluss durchhält, den erwartet nämlich noch eine Überraschung. Es gibt noch etwas zu verlosen. Und für alle, die auch bei Jurassic Fruit bestellen wollen, gibt es auch die Möglichkeit, 10% Rabatt zu bekommen. Also haltet durch, beziehungsweise schaut unten schon mal in die Infobox. Jetzt seht ihr die Lieferung noch mal auf einen Blick. Wundervolle, tropische, reife Früchte. Ihr seht hier die aufgeschnittenen Früchte. Heute essen wir einen Teil der Früchte aus dem Jurassic Fruit Paket. Und wir fangen heute als erstes mit der Drachenfrucht an. Ihr seht, das ist eine wunderbar leuchtende Frucht. Die bekannteste Drachenfruchtsorte ist die Sorte mit dem weißen Fruchtfleisch und den kleinen schwarzen Kernen. Und hier haben wir diese purpurfarbene, leuchtende Drachenfrucht. Wann ist die Drachenfrucht reif? Dann, wenn man mit dem Daumen leicht in die Schale hineindrücken kann.
Wie schmeckt denn so eine Drachenfrucht? Ich werde hier die angeschnittenen Früchte heute mit meinem 13-jährigen Sohn Simon teilen. Und Simon bekommt jetzt hier die erste Hälfte einer Drachenfrucht. Also ich kenne die Drachenfrucht ja schon. Ich habe die früher schon einige Male gegessen. Ich kann schon mal sagen, dieses Fruchtfleisch, das ist ein bisschen so eine Gelee-artige Konsistenz. Und ich mag diesen blumigen, ganz milden Geschmack der Drachenfrucht. Also wirklich eine wunderbare Frucht. Und ich habe euch ja schon gezeigt, man halbiert die Drachenfrucht und dann löffelt man sie einfach aus der Schale. Simon, was sagst du? Lecker. Simon sagt immer zu allem lecker. Und er ist immer begeistert von reifen Früchten. Als nächstes wählen wir die Mango-Irwin. Das sind hier so diese kleinen Mini-Mangos. Da zeige ich euch mal noch, wie man diese aufschneidet. Wann ist die Mango-Irwin reif? Wann ist sie essbar? Auch wenn man einfach mit dem Daumen hier so in die Schale reindrücken kann und diese leicht nachgibt. Und dann wird diese Mango einfach mit dem Messer ringsherum geschält. Also die Schale so dünn wie möglich abschälen. Die Mango ist ja recht klein, da ist ja sowieso nicht so viel Fruchtfleisch dran. So schält man die kleinen Mango-Irwin. Hier haben wir noch eine größere Variante, die kann man entweder auch so schälen wie die kleine Variante oder man schneidet die Mango einfach hier so an der flachen Seite so an, am Kern, so nah wie möglich am Kern. Und dann kann man diese beiden Hälften auslöffeln. Und bei diesem Stück hier kann man einfach die restliche Schale entfernen und dann das Fruchtfleisch vom Kern abknabbern. Die Mango-Irwin hat ein faserfreies Fruchtfleisch und einen ganz kleinen Kern. Und den Geschmack würde ich so als mild und süß, also ein sehr angenehmer, süßer Mango-Geschmack. Und man kann dann einfach das Fruchtfleisch abknabbern vom Kern. Bitte schön, Simon. Danke. Hier in dieser Schüssel befindet sich die größere Variante der Mango-Irwin, eine leuchtende, duftende Mango, wirklich eine fantastische Mangosorte und die lassen wir uns jetzt schmecken. Die kann man hier einfach aus der Schale auslöffeln. Wunderbares, faserarmes Fruchtfleisch. Als nächstes essen wir die Mango Namdok Mai. Das ist diese Mango hier. Und ich zeige euch auch, wie man diese anschneidet. Das ist die Mango Namdok Mai. Ihr seht, sie hat hier auch schon braune Flecken. Das könnte darauf hinweisen, dass sie jetzt schon reif ist. Auch wenn man hier so in die Schale reindruckt, dann gibt diese Schale nach. Und diese Mango, die teile ich auch so am Kern entlang. Und dann kann man diese Mangohälften wunderbar auslöffeln. Das ist auch eine faserfreie Mango, die sehr intensiv und süß und aromatisch schmeckt. Und die kann man jetzt einfach so aus der Schale löffeln. Simon, bitteschön. Als nächstes testen wir hier die Orangenstücke. Und ich zeige euch erstmal, wie ich diese Orange geschält habe. So, hier schneide ich einfach das obere Ende ab. Und dann schäle ich die Schale der Orange einfach ab. Sehr saftig. Die Orange macht einen sehr saftigen Eindruck. Schön, so. Ja, diese Orange hat das typische Orangenaroma, leicht säuerlich, fruchtig und etwas süß. Ich würde sogar meinen mit einer ganz leichten, bitteren Note. Simon, was sagst du? Jetzt kommt endlich eine Frucht, auf die Simon schon ganz, ganz lange wartet. Und er zeigt schon, hast du schon drauf gezeigt? Ja, ne? Ja. Wir wollen jetzt die Jackfrucht essen. Wir haben gestern Abend schon etwas von der Jackfrucht probiert und der Simon hat auch ein Messer bei sich. Und Simon, du hast da unten noch ein bisschen Kokosöl stehen und damit wird Simon jetzt ein bisschen das Messer einreiben mit dem Kokosöl, weil die Jackfrucht so eine Art Saft absondert oder sowas
klebriges und das bekommt man dann auch ganz schlecht vom Messer ab. Aber wenn man das Messer mit Kokosöl einreibt, dann kann man die Jackfruitstücke wunderbar damit schneiden. Okay, Simon, magst du? Kannst du ja einfach erstmal so halbieren, wenn du magst. So. Also Jackfruit gehört mit zu unseren Lieblingsfrüchten. Leider gibt es die nicht in Europa. Die kommt aus Thailand. Ich war vor vielen Jahren in Tansania auf der Insel Pemba, die zu Tansania gehört. Und dort gab es auch riesen Jackfruitfrüchte. Und da habe ich sie auch das erste Mal kennen und lieben gelernt. Wirklich fantastisch. Und ich kann schon mal vorweg sagen, Jackfruit schmeckt wie natürliche Gummibärchen. Also ein ganz, ganz wunderbares, fruchtiges, gummibärchenartiges Aroma. Hier seht ihr diese gelben Fruchtstücke, da sind Kerne enthalten, die kann man nicht essen. Also man pult dann so eine Kammer einfach raus und dann, hier ist gerade kein Kern mehr drin, einfach hier so ein Stück rauspulen oder auch rausschneiden. Das ist also so ein Jackfruchtstück. Diese Fasern hier, die kann man nicht mitessen, wirklich nur das gelbe Fruchtfleisch. Also Jackfrucht, das ist einfach ein Muss. Das ist eine der besten Früchte, Jackfrucht. Würdest du tatsächlich sagen, dass sie wie Gummibärchen schmecken? Ein bisschen. Also das ist unsere absolute Empfehlung, Jackfrucht. Probiert unbedingt mal Jackfrucht. Reife Jackfrucht. Wir essen als nächstes Babyananas. Genau, die seht ihr hier, die Babyananas. Ich zeige euch auch gleich, wie ich diese Ananas geschält habe. Wann ist die Babyananas reif, wenn die Schale eine goldgelbe Farbe angenommen hat, so wie ihr das hier seht? Und wie schält man diese Ananas? Ich habe jetzt beide Enden von der Ananas entfernt und jetzt wird einfach die Schale nach unten geschnitten. Die Ananas ist hier an dieser Stelle nicht mehr in Ordnung. Das kann passieren. Von außen sah ja die Ananas ganz gut aus. Aber die Stellen hier außen, die kann man auf alle Fälle essen. Und ich zeige euch mal noch, wie man diese kleinen Vertiefungen hier rausschneiden kann. Diese Baby-Ananas hat einen sehr, sehr intensiven Geschmack, also ein sehr ausgeprägtes Aroma und das duftet auch immer ganz toll, wenn man an so einer Baby-Ananas riecht. Und das Besondere an der Baby-Ananas ist, dass man diesen Strunk einfach mitessen kann. Man kann sich jetzt so eine Scheibe nehmen. Simon, kannst du jetzt auch gerne diese nehmen? Ich nehme mir so eine Scheibe, dann kann man die einfach abbeißen. Also ein sehr intensives, saftiges Ananas-Aroma. Also eine sehr saftige Frucht und ein sehr intensives Aroma. Simon, hast du den Strunk schon mitgegessen? Und? Ist ein bisschen härter als das Fleisch. Aber kann man gut essen, ist nicht holzig oder so, ne? Ja. Als nächstes gibt es noch eine Lieblingsfrucht von Simon. Simon, was magst du auch sehr gern? Die Passionsfrüchte. Genau. Die haben wir jetzt auch im Sommer. Die sind lecker. Die sind, genau, die sind sehr lecker. Die haben so essbare Kerne in sich und haben auch so einen blumig-fruchtigen, leicht säuerlichen Geschmack. Wie erkennt man, dass Passionsfrüchte reif und gleich essbar sind? Dann, wenn die Haut etwas schrumpelig ist und dann einfach halbieren und dann kann diese Frucht ausgelöffelt werden. Wir waren dieses Jahr auf Sizilien und haben wir auch sizilianische Passionsfrüchte probiert. Die haben wir auf einer Permakulturfarm gekauft. Wir haben auch in den letzten Jahren ab und zu Passionsfrüchte von anderen Tropenfruchtversenden probiert, aber diese Früchte sind wirklich die besten, die wir bis jetzt gegessen haben. Sehr süß, sehr aromatisch, also einfach perfekt. Und die kann man jetzt hier einfach so aus der Schale löffeln. Simon, du kannst ja noch eine nehmen. Wir
haben hier noch eine sehr interessante Frucht, Mangostan mit so einem weißen Fruchtfleisch. Dieses weiße Fruchtfleisch kann man essen und dieses Fruchtfleisch schmeckt so exotisch intensiv, exotisch zitronig süß. Also hat so ein leichtes Zitronenaroma, aber sehr süß. Also es ist eine sehr angenehme Frucht und die haben wir jetzt auch zu lieben gelernt. Simon, du kennst die Frucht noch gar nicht so lange und du bist ganz begeistert, oder? Ich gebe dir hier mal dieses Stück. Das sind zwei Mangostanfrüchte. Wie erkennt man, dass diese Früchte reif sind? Ganz einfach, wenn man mit dem Daumen hier in die Schale hineindrücken kann und eine kleine Delle entsteht. Da kann man einfach die Frucht so halbieren. Man schneidet nicht ganz durch. Und dann hat man hier die wundervolle Frucht, die man dann so aus der Schale essen kann. Dieses weiße Fruchtfleisch kann man essen und da drin befinden sich so kleine Kerne, die man dann eben wieder ausspuckt. Also die kann man nicht mitessen. Exotisch, säuerlich, zitronig auch ein bisschen und süß. Hier haben wir noch drei verschiedene Früchte. Für euch wird es vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so aussehen, weil sie sich doch recht ähnlich sehen. Das hier sind zum Beispiel Litschi-Früchte und die anderen beiden sehen auch sehr ähnlich aus, aber alle drei Früchte haben ein unterschiedliches Aroma. Und ich zeige euch jetzt, wie man diese Früchte schält. Dokulangsat, wie erkennt man, dass diese Früchte reif sind, auch wenn man einfach hier so in die Schale reindrückt, dass die Schale leicht nachgibt. Dann einfach hier das Ende aufschneiden und dann die Schale abschälen. Das sind Litschi-Früchte und da schneide ich hier am Ende etwas auf und dann einfach die Schale abschälen. Das sind Longanfrüchte, auch hier schneide ich einfach ein Stück von der Schale ab und dann entferne ich die Schale. Wir probieren zuerst die Litschis. Wir haben auch einen Kern, einen Stein im Inneren, den man nicht mitessen kann. Man nimmt einfach so eine Litschi-Frucht in den Mund und isst das Fruchtfleisch und den Kern spuckt man wieder aus. Die Litschi hat ein sehr erfrischendes Aroma und einen säuerlich-süßen Geschmack. Also ich mag auch immer sehr gerne. Nee, der Nachgeschmack ist ein bisschen süß. Mhm. Also du sagst säuerlich und der Nachgeschmack süß? Nee, eigentlich süß. Der Nachgeschmack säuerlich. Okay. Also es hat auf alle Fälle was sehr Erfrischendes. Hier, magst du noch eine Litschi? Dann haben wir hier Longanfrüchte. Und die haben auch ein sehr, sehr interessantes honigartiges Aroma, also einen honigartigen Geschmack. Also wirklich ganz, ganz tolle Früchte. Und auch hier drin befindet sich ein Kern. Einfach diese Frucht in den Mund nehmen, das Fruchtfleisch abessen sozusagen und den Kern wieder ausspucken. Als nächstes haben wir noch die Duku Langsat. Simon, hier bitte die große. Ja. Auch so ähnlich, auch wieder ein Kern im Inneren. Man kann das Fruchtfleisch einfach abessen. Und die Frucht schmeckt so ähnlich ein bisschen wie Litschi. Ein bisschen säuerlicher, finde ich. Du magst mehr die Longan, ne? Die so honigartig schmeckt. Guck mal, kannst du dir noch eine schälen. Also ich finde den Geschmack der Dokulangsat durchaus interessant. Es hat auch was Erfrischendes wie die Litschi. Wenn man so erfrischende, Litschi-ähnliche Früchte mag, dann mag man auch Dokulangsat. Hier haben wir eine geöffnete Kokosnuss, eine Pagode Light. So sieht sie geschlossen aus. Also da ist der große Teil, die Schale ist schon entfernt worden. Man braucht dann einfach nur mit dem Kokosbeil hier das obere Ende aufzuschlagen. Das zeige ich euch jetzt. Hm.
Kokoswasser schmeckt sehr, sehr erfrischend. Es ist ein sehr angenehmer Durstlöscher und das weiße Kokosfleisch kann dann einfach ausgelöffelt werden. Weiter geht's in die nächste Runde. Die nächsten Früchte sind reif. Da haben wir hier eine reife Ananas. Ananas Bouquet aus Thailand. Hier eine wunderbare Papaya. Papaya Nila auch aus Thailand. Und hier ein paar Rambutan-Früchte auch aus Thailand. Und diese beiden tollen Mangosorten, die sind aus Spanien. Das ist die Mango Ostin und das ist die Mango Espada. Und jetzt zeige ich euch, wie man diese Früchte schält. Und dann gibt es noch so eine kleine Bewertung, wie diese Früchte schmecken. Das sind die Rambutan-Früchte. Die sehen ein bisschen aus, Simon, wie hast du gesagt? Wie so ein Tier, wie so ein Seeigel? Wie so ein vertrockneter Seeigel. Und die schneide ich einfach hier so in der Mitte auf. Und da hat man dann hier die Frucht. Ein bisschen wie eine Litschi, ist auch ein Kern drin, den man nicht essen kann. Und dann schält man das einfach raus. Und dann kann man diese Frucht essen. Das ist die Papaya Nila. Und die Papaya, die schneidet man einfach so längs durch. Und dann hat man eine wundervolle, reife Papaya. Noch ein kleiner Tipp. Der Geschmack der Papaya, das harmoniert wunderbar, wenn man ein bisschen Limettensaft darüber träufelt. Als ich vor vielen Jahren in Tansania war, da habe ich die Papayas immer morgens von einem kleinen Jungen bekommen und der hat mir immer die Limetten dazu gebracht. Und es war, ist wirklich ein fantastischer Geschmack. Und dann kann man einfach die Papaya auslöffeln. Man kann ja auch die Kerne essen, die wirken antiparasitär. Und wenn einem die Kerne zu viel sind, die sind so leicht pfeffrig, dann kann man die auch rauslöffeln, dann kann man die auch trocknen zum Beispiel und dann ein bisschen wie Pfeffer verwenden. Ich esse oft die Kerne mit und löffel dann einfach diese Papaya-Hälften aus. Das ist die Mango Espada und wie ihr schon vorher im Video gesehen habt, werde ich die einfach hier so entlang des Kerns aufschneiden und wir werden die Hälften wieder auslöffeln. Dieses Kernstück, da kann man einfach die Schale dann abschälen und das dann einfach abschneiden oder abessen. Und genauso werde ich jetzt hier mit der Mango-Ostin-Verfahren einfach auch entlang des Kerns schneiden. Und dann werden wir die Hälften auslöffeln. Oh, so ein wunderbares, vielleicht könnt ihr es ja sehen, ein wunderbares gelbes, sonnengelbes Fruchtfleisch. Die Mango-Espada ist ein bisschen heller. Hat auch so eine leichte Rotfärbung, ganz leicht am Kern. Also die Mango Ostin, wirklich eine wunderbare Farbe. Jetzt ist die Ananas Bouquet dran. Ich habe euch ja schon vorher im Video gezeigt, wie ich die Baby Ananas schäle. Und genauso verfahre ich jetzt hier mit dieser großen Ananas. So, jetzt seht ihr nochmal alle Früchte aufgeschnitten, also jetzt von der zweiten Runde. Und als erstes testen wir die Rambutan. Die hatte ich vorher, das war aber, glaube ich, eine der wenigen Früchte, die ich aus diesem Paket noch nie gegessen habe. Das ist eine Frucht, die der Litschi sehr ähnlich sieht, also auch so Gelee-artig und ein Kern in der Mitte. Simon, magst du auch probieren? Mhm. Das ist auf alle Fälle eine erfrischende Frucht. Mhm. Und mit einer leichten, fruchtigen Süße, oder Simon? Wie würdest du das? Ja. Als nächstes testen wir die Papaya. Simon hat sich jetzt schon einen Kokosnusslöffel genommen. Du kannst dir gerne eine Hälfte nehmen, aber du magst ja die Kerne nicht mit, ne? Oder? Gar nicht? Du kannst die Kerne gerne, du kannst gerne mal, oder ich kann dir jetzt die auch, willst du sie selber raus entfernen, die Kerne, oder soll ich es machen? Ich. Welche Hälfte möchtest du? Die. Gut. Also die Kerne macht man ganz einfach so raus. Einen Löffel. Wie gesagt, die kann man auch trocknen und wie Pfeffer verwenden. Oder eben auch zur Papaya mitessen. Also ich werde sie jetzt mitessen. Bitte schön, Simon. Wenn man sie mit den Kernen isst, dann kann man einfach hier so mit dem Löffel rein. Und ein paar Kerne sind dann noch mit auf dem Fruchtfleisch und dann einfach essen.
Also ein sehr typisches, reifes, fruchtiges Papaya-Aroma. Als nächstes testen wir die beiden Mangosorten aus Spanien, die Mango Osten und die Mango Espada. Simon, magst du dir eine Hälfte nehmen? Ich kenne beide Sorten schon, aber ich bin sehr gespannt, wie diese jetzt mit diesem Reifegrad schmecken. Das ist jetzt Espada, Mango Espada. So ein sehr weiches Fruchtfleisch, faserarm. Man kann ein paar Fasern erkennen, aber lässt sich ganz leicht rauslöffeln. Und schmeckt ein bisschen ab und ist ein bisschen sauer. Ist ganz leicht. Säuerlich, fruchtig, aber schon süß, aber hat eine angenehme Fruchtigkeit, so mit einer, so was Erfrischendes auch. Und sehr saftig, ihr seht hier hin. Ist auch schon der Saft, wenn man einfach nur zwei Löffel rausnimmt, da bildet sich schon so ein Saft. Simon, nimm dir eine Osteen-Hälfte. Die Mango Osteen, die gibt es auch ab und zu bei uns im Bioladen. Die Qualität überzeugt nicht immer und ich bin jetzt sehr gespannt auf diese reife Mango Osteen. Simon? Mhm. Das ist auch eine sehr saftige Mango, auch faserarm. Oha, das ist ein geniales Mango, also ist eine ganz, ganz geniale Mangosorte. Die ist sehr lecker, sehr aromatisch, süß. Also wirklich eine Top-Qualität. Jetzt haben wir noch die Ananas. Simon, ich reiche dir hier die Schüssel. Kann man den Kern damit essen? Also, es kommt darauf an, bei vielen Ananassorten ist der so holzig. Können wir mal probieren. Also das ist jetzt hier so. Essen. Kann man mitessen? Würde ich schon sagen. Ist aber etwas härter. Das hat aber kann man mitessen. Hm. Okay. Hört sich an, als ob du einen Kohlrabi reinbeißt. Hm. Wie ist es vom Geschmack? Lecker. Also endlich mal wieder eine reife Ananas. Oft werden die Ananas hier für Deutschland zu früh geerntet. Das sind ja auch Früchte, die nicht nachreifen. Und die enthalten dann oft zu viel Säure. Und das merkt man dann ganz schnell auf den Lippen. Auf der Zunge, da gibt es dann ganz schnell so ein Brennen im Mund. Und wenn man reife Ananas kauft und dann verzehrt, dann kann man dieses Problem umgehen. Als nächstes haben wir hier die Banane Kai. Davon haben wir auch schon einige gegessen. Wir haben sie jetzt noch schön nachreifen lassen. Ihr seht die dunklen Flecken auf der Schale. Das bedeutet, dass die Stärke sich in Fruchtzucker, in reichlich Fruchtzucker umgewandelt hat. Simon, magst du mal eine aufmachen? Ja. Können wir mal schauen. Und schöne kleine aromatische Bananen. Das Fruchtfleisch sieht so ein bisschen gelblich aus. Simon, kannst du es mal durchbrechen? So sieht die Banane im Innersten aus. Also hat im Gegensatz zu normalen Bananen eher so eine gelbliche Farbe. Simon, hast du schon mal probiert? Ja. Und? Wie würdest du den Geschmack bezeichnen? Naja, es schmeckt halt nach Banane. Die Banane Kai, die schmeckt sehr süß, ist eine süße Banane, eine sehr aromatische Banane und ich finde, das Fruchtfleisch ist so ein bisschen cremig, das zergeht so ein bisschen, zerfällt so ein bisschen auf der Zunge, oder? Mhm. Würdest du dem zustimmen? Ja. Die Banane Kai. Das sind jetzt die Bari-Datteln, die sind schon ganz schön nachgereift. Ihr seht, die helleren Datteln, die sind noch recht fest und unreif und die braunen Datteln, die sind weich und richtig schön süß und reif. Das sind frische Datteln und die Bari-Datteln haben auch so ein wunderbares Milchtoffee-Aroma. Also wenn man Bari-Datteln, frische Bari-Datteln isst, dann erinnert das immer ein bisschen an ein Milchtoffee. Unter meinen Videos gibt es immer mal wieder den Kommentar, gönnst du dir auch mal was? Isst du auch mal was anderes außer Rohkost oder schleimfreie Heilkost? Ich muss sagen, dieses Gönnen mir was Gutes tun, das mache ich schon. Und zwar mit diesen sonnengereiften Früchten. Wenn ich mir wirklich was Gutes tun will, dann gehe ich nicht in den Supermarkt einkaufen. Dann kaufe ich mir auch keine Industriekost.
Ich bestelle mir dann tropische Früchte, zum Beispiel zu Weihnachten, zum Geburtstag. Oder wenn ich mich mit Freunden treffe, dann bestellen wir einfach mal zusammen. Wir haben jetzt einen Mitbewohner seit Dezember, den lieben Henry, und da bestellen wir auch immer mal zusammen tropische Früchte und genießen das zusammen mit Freunden. Das ist so etwas, was ich mir gönne. Das ist auf keinen Fall Industriekost, das ist auch auf keinen Fall gekochte Kost. Das ist die beste Nahrung, die es gibt, sonnengereifte Früchte. Wenn ich euch jetzt Appetit gemacht habe, beziehungsweise euer Interesse geweckt habt und wenn ihr Lust habt, auch mal bei Jurassic Fruit zu bestellen, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, 10% Rabatt auf euren ersten Einkauf zu bekommen. Ihr findet unten in der Infobox den Code, den ihr eingeben könnt, wenn ihr bei Jurassic Fruit bestellt. Der Code lautet Silke Leopold. Ich setze euch auch unten den Link von Jurassic Fruit hin. Da könnt ihr auf die Seite gehen und euch einfach die Früchte anschauen, bestellen und gebt beim Gutschein einfach die oder beim Rabattcode einfach den Namen Silke Leopold ein. Und es gibt auch noch die Möglichkeit, etwas zu gewinnen. Das hatte ich ja auch schon am Anfang des Videos erwähnt. Ich freue mich sehr, dass ich mit Jurassic Fruit eine Entdeckerbox verlosen darf. Wie könnt ihr an dieser Verlosung teilnehmen? Kommentiert einfach unter diesem Video. Gebt mir gern Feedback oder eine Meinung zu diesem Video und ihr nehmt an dieser Verlosung teil. Bis wann solltet ihr spätestens kommentiert haben? Ihr könnt bis zum 11.10.22 Uhr unter diesem Video kommentieren. Dann werde ich mit dem Zufallsprinzip einen Gewinner ermitteln und ich werde dann, ich denke mal so am 12.10. ein Video hochladen, ein kurzes Video, wo ich den Teilnehmer dann verkünde, beziehungsweise den Gewinner verkünde. Und es ist ganz wichtig, bitte schaut dieses Video an, damit ihr euch bei mir melden könnt. Weil nicht immer ersichtlich ist, welche Person hinter diesem jeweiligen Kommentar steht und ich auch keine Möglichkeit habe, euch zu erreichen. Also am besten, wenn ihr kommentiert, wenn ihr an dieser Verlosung teilnehmen möchtet, dann schaut auch das Video am 12.10. Das werdet ihr dann auch am Titel des Videos erkennen und meldet euch dann bei mir. Ich werde dann auch meine E-Mail-Adresse hinterlassen. Der Teilnehmer setzt sich dann mit mir in Verbindung, teilt mir seine Adresse mit und dann wird ihm das Paket von Jurassic Fruit zugesendet. Unten in der Infobox findet ihr nochmal die Teilnahmebedingungen für diese Verlosung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Euch haben die Vorstellungen der Früchte gefallen. Ich wollte noch erwähnen, bei Jurassic Fruit gibt es eine 100% Zufriedenheitsgarantie. Also wenn ihr Früchte geliefert bekommt und mit denen ist irgendwas nicht in Ordnung, sind die Reifen nicht nach oder irgendein anderer Makel, dann könnt ihr euch mit Jurassic Fruit in Verbindung setzen. Das war's von mir. Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bis ganz bald. Eure Silke.